In der letzten Episode. Alter. I could eat anything right now. Naja, komm. Achso, du hast nichts zum Nachladen. Jo. Ach, es ist noch Nacht. Es ist Nacht. Wieso ist Nacht? Ach, wir haben den Tag über gepennt. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 38. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen aussortieren. Also wir können mal durchgucken, was da so, was wir jetzt halt nicht mehr brauchen zum Beispiel. Da geht bestimmt etwas. Bestimmt. Vielleicht. Na gut. Also viel ist es wahrscheinlich nicht. Wir müssen wahrscheinlich eher noch was mitnehmen, und zwar in Form von Stoff. Die 5 obligatorischen, die nehmen wir mit. Das ist wichtig. Ja, drin muss mal aufgeräumt werden. Ja, wir haben hier das ganze Papier noch nicht zusammengesammelt. Das dürfte wahrscheinlich auch der Grund sein, wieso ich mich beim letzten Mal gewundert habe, wieso wir eigentlich kein Papier dabei haben mehr. Weil wir das hier nicht gesammelt haben. Das war im Interloper. Aber im Interloper hat er sich, glaube ich, die Papierschnipsel auf dem Boden nicht gemerkt. Ich glaube, das kann das Spiel nicht. Man muss sie dann mit sich herumtragen. Oder in irgendwelche Container packen, aber ich glaube, lose auf dem Boden, das funktioniert so nicht. So, haben wir sonst noch irgendwas rauszuwerfen? 14 Holzkohle haben wir. 14, das ist ein bisschen viel. Wir schmeißen mal 9 raus. Gut. Okay, die Schnur kann hier bleiben. Also die Angelschnur und, ja, eigentlich auch die Munition von dem Gewehr. 18 Schuss. Achso, die haben wir komplett dabei, echt? Dann bleiben die hier. So. 18 Schuss werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Ich will gerade mal schauen, haben wir eigentlich im Journal von Jeremias Hütte? Haben wir, gut. Das war ja das Ergebnis der, ich sag mal, letzten Folgen. So, das Ding ist voll. Okay, dann kann das hier bleiben. So. Genau, die Schnur. Ah ja, wir haben nochmal 3... Warte mal, der Revolver ist voll. Ach du Schande. Nee. Ganz so funktioniert das nicht. So, besser. So, das müssten die 39 sein. 29, genau. Das sind die 6, okay. Nur, dass wir die richtigen mitnehmen. So, dann hatten wir hier noch die Schnur. Und den Topf, hatten wir den... Ich würde ihn gerne hier lassen. Wir haben ihn auch hier gefunden. So, es funktioniert inzwischen. Das Beil. Ja, das ist halt nicht mehr so der Hammer dabei. Wir können es aber tauschen. Wir haben keinen Wetzstein hier, richtig? Doch, wir haben 2 Wetzsteine. Ist schon einer angefangen? Der vordere nicht. Der hintere auch nicht. Hm. Okay, Kaffee und Tee haben wir jeweils einen dabei. Kleidung, das haben wir ja alles an. Ich denke, dann passt das soweit. Ja, man könnte die 9 Streichhölzer noch da lassen. Die Papierdinger. 16 werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Ja, und ansonsten, achso. Genau, wir haben noch Futter hier. Und draußen liegen ja noch die ganzen Fische. Was wir auf jeden Fall jetzt hier reinschreiben müssen, weil wir ja nun das Gebiet wahrscheinlich für sehr lange Zeit verlassen, dass hier halt noch 2 Dörm und ein Wolf liegt. So. Und jetzt, wie sieht's denn aus mit Wasser? Gut. Das behalten wir an uns. Nur, dass man da halt richtig zählt. Ja, jetzt werde ich die Inventur machen. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf gehen, was wir hier alles haben.
Okay, ich denke, das ist alles. Ist jetzt nicht so extrem viel wie im Bauernhaus. Ist ja klar, wir haben ja auch die Region nicht komplett durchsucht und wir haben ja auch zwei Lager mit dem Damm, wo wir auch noch hin müssen. Nee, falsch. Warte mal, ich sollte aber... Küstenstraße Anglerlager. Achso, ich habe das dazu geschrieben. Echt? Ich habe das dazu geschrieben. Moment mal. Okay, Sekunde. Ja, ich mache das jetzt so. Ich mache das hier in Großbuchstaben. Das ist natürlich Klanglager, wo das ist. Und ja, ich hatte was falsch notiert. Genau, so. Ist jetzt nicht so viel. Und ja. Den gleichen Spaß haben wir noch im Damm, zu dem wir jetzt gleich rüberwackeln. Ist ja doch aufgeklärt. Es wird jetzt abends, aber das ist okay. Ja, wir essen uns nochmal richtig satt. Ich soll das vielleicht auch notieren. Fische und Wölfe. So, Fische und Wolffleisch. Ich denke, das reicht. Dann Wasser drauf. Geh mal lang. Vielleicht da lang, wo man sich nicht ganz so sehr verstaucht. Die Berge sehen schon wieder neblig aus. Wir hatten aber Nebel zum Start der Folge. Lustigerweise. Ja, die Sachen vor dem... Also diesen ganzen Schrott, den wir da rausgeworfen haben aus dem Lagerbüro, den lasse ich natürlich jetzt unkommentiert. Das ist ja klar. So, vielleicht kommen wir ja über die Gleise. So ist man ja früher immer gegangen. Ich möchte dir jetzt nicht irgendwelche Haxen oder so brechen. Achso, wir könnten bei der Gelegenheit gleich ein paar Stöcke mitnehmen, wenn noch welche da sind. Das Holz kann man nicht genug haben. Ja, Holz haben wir tatsächlich gar nichts beim Lagerbüro. Das ist echt krass. Mal das fürs Angeln nochmal einiges verwendet. Der letzten Folge. Und wir sind hier in dieser Region. Wir waren ja gar nicht so lang hier. Das nützt. Also von den Folgen her, von den Tagen war das natürlich extrem lang. Also ich würde mal sagen, von den Tagen her kommen wir wahrscheinlich auf 2 Wochen, wenn ich mal gucke. Wir sind jetzt Tag 74. Ja, 58, 74, sogar 16 Tage. Ja, wir haben relativ viel Zeit geschrubbt hier. Mit den ganzen Kochereien und Angeleien und so weiter da. Kommt natürlich was zusammen. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Dann kommen wir folgentechnisch ein bisschen voran. Ja, das ist krass. 78 und wir haben Folge 38. Wir sind sogar mehr als doppelt so viele Tage wie Folgen. Das werden wir natürlich nicht halten. Vor allem nicht, wenn wir jetzt halt marschieren. Wir werden wahrscheinlich heute in der... in der Höhle Richtung idyllisches Tal erstmal pennen. Weiter werden wir da nicht kommen. Das ist völlig utopisch. Ich glaube, wir waren hier noch nicht richtig. Dann gehen wir mal rein. Ja, die Feder, die holen wir gleich. Federn. Hier liegt ein Gewehr. Okay. Das muss ich irgendwie notieren. Fast. Okay. Gut ist das. 87%, wo stehen unseres? Es ist sogar tatsächlich besser, krass. Brauchen wir jetzt nicht. Ja. Okay. Die brauchen wir eh nicht und hier haben wir den Dosenöffner noch gefunden. Den lassen wir auch hier. Okay, das muss ich irgendwo notieren und zwar am besten hier. Material. Da kommt das hin. Rätselsee. Entgleister Zug. Da liegt Gewehr. Windjacke und Dosenöffner. Haben wir das zumindest mal gecheckt. Ja, lustig. Im Interloper war hier gar nichts. Da habe ich auch noch einen Dosenöffner hier gesucht, aber nichts. Achso, das könnte noch mehr werden da vorne. Ja, natürlich. Wie hast du das jetzt eigentlich eingezeichnet? Komplett ohne Leichen, naja. Voran, gibt es hier einen Hirsch? Ja. Gibt es hier nicht. Ich bin nicht mal Wölfe. Okay,
Okay, Magnesiumfackeln, zwei Stück. Na gut. Das müssen wir leider auch noch reintun. Ja, ich will das jetzt nicht alles mitnehmen. Die Getränkedose, okay, die nehmen wir mit. Das kann nicht schaden. Falls wir ein paar Kalorien brauchen, dann haben wir ein paar Notkalorien. Aber sonst, zwei Magnesiumfackeln und Verband. Ja, komm, wir lassen den einen da. Das passt schon, das ist schon okay. Wir haben ja auch Stoff dabei. Dann muss ich das auch noch eintragen. Plus Verband, plus zwei Magnesiumfackeln. So. Ja, das kommt davon, weil man doch mal am Ende nochmal durch unbesuchte Gebiete läuft. Ja, ich habe die diese Munitionsmod von dem Russen jetzt mal installiert. Ich habe mir das Video nochmal en Detail angeschaut, um einfach zu wissen, was da jetzt genau passiert. Und es ist so, dass du das nicht alles ad hoc machen kannst. Also du kannst nicht, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe. Ah, da vorne ist ein Wolf, okay. Hier ist jetzt nur einer oder wie ist das hier? Du kannst es nicht ad hoc einfach machen. Also sagen, du gehst zu dem Holzofen, sag ich, zu dem Schmiedeofen. Sehr, sehr entscheidungsfreudig, der Wolf. Die Wölfe. Ja, okay, gut. Dann steckt das Pistölchen wieder ein. Das ist lustig, gegen Abend wird's, habe ich das Gefühl, immer noch mal heller. Also es gibt halt so Stashes, die er in der Welt verteilt hat, auf jeder großen Karte einen. Dann schießen wir uns halt durch. Kann ich zwar nicht erinnern. Wenn hier drei Wölfe sind, das ist. Kommen wir ja auch nicht mal drum herum, schätze ich mal. Vier Wölfe, natürlich. Kann ich trotzdem irgendwie. Lass mal das bei der Holzabladestelle sein. Da drüben war doch ein Wolf gewesen, oder nicht? Wahrscheinlich ja. Aber ich schieße nicht, solange ich nicht rot werde. Deswegen waren am entgleisten Zug keine, weil die alle hier vorne sind. Okay. Echt? Kommen wir so durch? Ha. Hätte ich ja jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber erfreulich. Natürlich. Ja, also es gibt halt Stashes in der Welt. Die musst du halt erstmal finden und da sind halt die Rohmaterialien dann für die Gewehrmunition und die Notfall. Also diese, nicht diese Notfall, diese Leuchtsignalpistole, so heißt sie. Präzise. Und ja, das sind nur die da drüben. Die musst du halt erstmal finden. Und damit kannst du dann letzten Endes dann erst das Zeug schmieden. Und das heißt, das ist auch nur eine begrenzte Menge. Das heißt, du hast das auch nicht unendlich. Du kannst jetzt nicht permanent, also das heißt, unendlich wäre es sowieso nicht. Weil irgendwelche Materialien brauchst du ja sowieso. Also ob das jetzt Altmetall oder was auch immer ist. Aber das heißt im Prinzip auch, das Zeug ist generell sowieso dann nochmal zusätzlich begrenzt. Also du hast dann halt so und so viele. Wolf ist da drüben, okay. Ist vielleicht keiner vor dem? Damn, naja, wer weiß das schon. Ich glaube, ich habe vor den Containern keine Stöcke hingelegt hier. Sollen wir mal schauen. Irgendeiner von euch hat noch geschrieben, dass ich irgendwo eine Dose habe. Ich habe leider vergessen, in die entsprechende Folge zu gucken. Das heißt, bleibt jetzt halt da liegen. Ist aber nicht so schlimm. Ich meine, hier haben wir es nahrungstechnisch sowieso nicht so dramatisch. Ja, in der Tat, hier fehlen tatsächlich Stöcke, okay. Danke für den Tipp, natürlich. Wie eigentlich immer, eure Tipps sind
immer Gold wert. So. Ja. Wenn du die Objekte nochmal hochnimmst, dann kannst du korrekt sozusagen auf die Ebene platzieren. Also falls die mal irgendwie so halb eingesunken sind im Schnee, nimmst du mit rechts nochmal auf und dann passt er sie auch an die entsprechende Ebene, auf der das Objekt liegt, an. Ja. Dauert mit Revolver natürlich länger. Aber das kennen wir ja. Du kannst doch heulen, wie du willst. Es gibt hier nichts. Also wir waren hier drin schon, echt? Aus irgendeinem Grund haben wir die Klappe nicht aufgemacht. Na gut. Ach, hier vorne mal aufräumen, das wäre was. Es wird sicherlich irgendwann Mods geben, wo du diese Dinger hier auch zersägen kannst. Vielleicht gibt es sogar mal Mods, das wäre natürlich der Oberhammer. Wo es sich merkt, wie lange du an irgendwas rumgeschraubt hast. Also wenn du jetzt sagst, du nimmst hier einen Stapel Paletten auseinander, musst den aus irgendwelchen Gründen abbrechen, zum Beispiel Blizzard. Und du hast da jetzt schon eine halbe Stunde dran rumgeschraubt, dann, dass er sich das halt merkt. Weil das ist ja eigentlich auch logisch, dass er das tut. So. Ja, die Dinge sind natürlich jetzt fertig. Ich lasse sie trotzdem mal liegen. Ich glaube, wir haben das auch notiert. Genau, 4 Damen, 2 Hirsch. Da steht es. So, jetzt heißt es hier auch Inventur machen. Hoffentlich ist sie nicht so lang wie im Lagerbüro. Sind das nur die Spinde, echt? Dann geht das ja relativ easy. Ja, ich denke, ich habe das in den Spinden gesammelt. Okay, alles klar. Dann mache ich das mal. So, da sind wir hier auch fertig. Inzwischen ist die Nacht auch sehr weit vorangeschritten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich heute Nacht hier pennen müssen. Auch wenn ich das Auge ansehe. Und ja, dann heißt, wir gehen mal an das Ende, wo man halt rüber geht. Ja, ist ja dann doch eine ganze Menge, was da nochmal zusammengekommen ist. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Munition auch hier im Damm gefunden haben. Vor allem für den Revolver. Echt eine krasse Menge, was da an Zeug hier. Nur aus den paar, ich meine gut, wir haben viel abgegangen, das stimmt natürlich schon. Trotzdem. Es ist erstaunlich, wie viel hier liegt. Apropos viel. Oh je, Moment. So, jetzt passt das eher. Das lassen wir nämlich gerade so, wie es ist. Und genügend Stöcke dabei. Ich habe jetzt die Stöcke auch hier nicht notiert, weil... Also Stöcke haben wir ja eigentlich immer dabei. Da muss man da, also außer man hätte jetzt wirklich einen sehr großen Bestand hier. Man hätte zum Beispiel einen sehr großen Bestand im Lagerbüro gelassen. Zum Fischen oder so. Also von daher. Da gibt es ja schon die Möglichkeit, aber... Ja, ist echt viel. Ja, jetzt die Lampe kaputt. Kaputte Metallleuchte. Die kannst du sogar abnehmen, ist ja lustig. Aber wir waren ja gar nicht drin. Nur in dem Teil, okay. Aber da ist eh nie was drin, okay. Ja, sonst haben wir natürlich alles abgesucht, das ist ja klar. Nee, das war das Falsche. Das war das Richtige. Beziehungsweise, weißt du was? Oh, wir schlafen heute mal hier oben. Oh. Ja genau, die Dose haben wir noch dabei. Wir trinken nochmal. Und, ja, jetzt schläfst du einfach, was du kannst. Gut, und wieder Wasser drauf. Wir haben 1294 Kalorien, 93, das soll ja reichen. Genau, wir haben noch einen Tug hier gefunden, die setzen wir gerade wieder auf. Die ist so ein bisschen angematscht, aber das ist okay. Die ist okay, wir haben eine beim Bären geopfert. Plus Unmengen an Stoff natürlich, ja guck mal. Ja, jetzt mehr Altholz, ich weiß nicht wie das ist. Was gibt denn so ein Stapel?
16, okay. Dann sollte man das vielleicht noch dazu zuschreiben. Das war hier, das heißt, das sind dann 18. Insgesamt. Na gut, ich meine, also im Holz scheidet es garantiert nicht. Garantiert nicht. Ja, wir müssen jetzt auch gehen. Und hat schon wieder ein Kaninchen sein kurzes Leben seit dem Spawnen verloren. Tja, Welt ist hart hier, die ist grausam. Und schön kalt. Ja, wenn ihr das live guckt, wir sind gerade in dieser massiven Hitzewoche. Boah, ich freue mich nicht drauf. Für mich ist sie ja noch nicht. Und ich muss sagen, es graust mich jetzt schon dran zu denken, dass es im Vergleich zu jetzt fast, also 15 bis 20 Grad wärmer wird. Das ist nicht angenehm. Gestern Abend meinte meine Frau noch so, oh, ich weiß nicht, ob das aus Scherz war oder ob sie das ernst meinte. weil ich im Wohnzimmer schlafe, weil ich jetzt ein ziemlich schlimmer Schnarcher bin. Wegen der Nase. Das ist halt die. Ich habe halt geerbt von meiner Mutter. Hallo? Kannst du da mal hoch oder wie ist das hier? Geht das jetzt nicht mehr, echt? Doch. Ich wollte sagen, gab doch gar kein Update. Waren wir hier schon? Natürlich waren wir hier schon. Ja, weil es ja gestern, also auf Samstag, ein bisschen kühler war. In Anführungsstrichen. Nämlich ist alles über 25 Grad heiß und alles über 20 Grad warm. Meint sie so, guck mal, draußen auf dem Balkon ist es doch schön kalt. Waren es 24 Grad. Ich so, nee, das ist immer noch sehr warm. Ach Gott. Tja. Ich freue mich auf den Herbst. Bin jetzt so froh, dass das jetzt gestern war ja Sommersonnenwende, sozusagen. Ich nehme mal nicht den Begriff Sommerbeginn, weil das ist der astronomische Begriff. Das heißt, das ist der längste Tag. Also meiner Meinung nach sollte das eigentlich das Maximum des Sommers sein. Nicht der Beginn des Sommers. Weil der Sommer ist ja gewöhnlich schon ein paar Tage unterwegs. Also verscheuche ich mal die Hasen in die andere Richtung. Ja, ich weiß, dass der Wind in die Richtung weht, aber trotzdem ist es gesünder, wenn ihr in die andere Richtung rennt. Das scheint aber ein bisschen nachzulassen, Wind. Ja, es ist auch immer noch nicht sicher, wie lang diese Hitzephase ist. Also aus der Sicht der letzte Stand ist Freitagabend. Für mich vor einer Woche. Da hieß es dann zum Beispiel, das eine Berechnung sagt, dass es am Freitag hier noch 42 Grad in Berlin sein soll. Weil das Lustige war, am Anfang vom Freitag, es ist ja so, es gehen halt immer Berechnungsrunden durch. Also sie haben halt irgendwie so einen Computerpark oder was weiß ich, so einen Rechenpark halt wahrscheinlich angemietet, nehme ich mal an. Und alle 6 Stunden wird halt das Modell neu berechnet, aufgrund der aktuellen Wetterdaten, die vorliegen. Und da ergeben sich dann immer ein bisschen andere Bilder, weil das Wetter, es ist zwar plus minus berechenbar, aber so hundertprozentig passt es halt noch nicht. Das ist leider nicht wie in Zurück in die Zukunft 2. Ja, wo es ja hieß 2015, dass wenn alles so zuverlässig wäre wie die Wettervorhersage. Das war natürlich ein Witz gewesen, das ist schon klar. Und deswegen ändert sich das dann manchmal. Also das hieß dann am Freitagmorgen hieß es dann noch, dass es in Berlin nur Dienstag und Mittwoch heiß wird und am Donnerstag aber schon wieder kühler. Jetzt heißt es, dass es am Freitag heiß wird. Ich habe heute früh schon gelesen, dass es wohl Tendenzen gibt, dass es dann doch nicht so heiß wird. Ich habe keine Ahnung. Also es ist noch relativ unsicher, wie lange es geht. Wo es wie lange geht. Also wo die Hitze überhaupt reinkommt und naja. So ist es halt, das gehört halt dazu. So, wir brauchen wahrscheinlich wieder die Laterne. Es ist doch recht finster. Ich könnte natürlich die Ambient Light Mod. Ja. Wir sind hier schon durchgegangen. Daher kommen ja auch die Kohlen.
Außerdem sind wir auch von hier gekommen, mal davon abgesehen. Ich könnte die Ambient Light Mod, das werdet ihr noch sehen. wenn man die falsch einstellt, dann kann man das extrem hell machen. Ich ändere es jetzt nicht, weil die Einstellung, die ich jetzt vorgenommen habe, ist kein Preset, also irgendeine Voreinstellung, die als Option vorgegeben wurde, sondern das habe ich jetzt selber manuell angepasst. Und das sind halt nicht nur zwei Werte mehr, also das wurde ja nochmal mit einem Update nochmal gehörig aufgebohrt. Und da kannst du zum Beispiel auch die Nächte und so einstellen. Also da kannst du dann halt schon relativ präzise das Ganze einstellen. Und mir hat keines der Presets gefallen, also habe ich halt... also es hat nicht ganz gepasst, deswegen habe ich halt letzten Endes mein eigenes... Man kann das nicht als Preset speichern, man kann das halt nur einstellen. Und dann so speichern, aber nicht als Preset, dass ich dann später sagen kann, wähle mir Preset... für Interloper, für was weiß ich. Mach mal in der Höhle heller. Müsste mir sonst die Zahlen jedes Mal rausschreiben. Und das ist mir dann zu mühsam, da ständig rumzufrickeln und dann hast du die Zahlen vielleicht verlegt oder keine Ahnung. Dit muss ja nicht sein. Ah, wir sind wieder warm. Hallo Sonne. So, der Bär ist wahrscheinlich noch nicht da. Waren seine letzten Worte. Hallo. Nicht da einfach rum. Ja, genau. Immer schön Auto running in die Ebene. Ja, natürlich. Von Wolf wird natürlich auch schon berichtet, aber eher von da hinten. So, wir müssen dahin, wo der Wind herkommt. Ja, der Magen geht ziemlich runter. Wir müssen mal gucken. Zur Not ziehen wir uns noch die Dose rein. Ich werde... Ach, wie macht man das am geschicktesten? Ja, der Teich der Gedanken ist wahrscheinlich... Warte mal, wie sieht denn das hier aus? Ne, wo war denn der Ausgang? Hier unten war der doch, oder? Verlassenes Bergwerk, abgelegene Kreuzung? Nee. Ach, das haben wir gar nicht gezeichnet. Echt? Mist. Ja, ich gehe jetzt aber nicht nochmal da runter. Wir haben da wahrscheinlich eventuell nicht so viele Kalorien oder nicht genügend Kalorien dafür. Ich will den Sattbonus jetzt nicht verlieren. Ich meine, wir haben genügend Fleisch vor dem Bauernhof. Daran liegt es nicht. Aber ich will jetzt nicht nochmal 3 Tage warten. Also ich würde mit ihm jetzt gerne gleich... Ja, wunderschön. Zum Aufstiegspunkt durch. Also durchgehen in Anführungsstrichen. Ja, guck mal. Nein, das können wir tatsächlich nicht mehr gebrauchen. Ah, da haben wir noch ein bisschen Futter. Okay, dann hat sich das erledigt. Das ist ja auch erfreulich. Gut. Der Hochsitz. So. Naja, stimmt, wir hatten keine Holzkohle mehr. Ja, das war die Geschichte. Ach, der Bär ist hier unterwegs. Das ist ja wunderschön. Also er nimmt nicht immer die gleiche Route. Okay, aber er will das auch dann ab und zu mal variieren. So, dann gehen wir hier noch in die Gipfelhöhle. Boah, auf jeden Fall genügend... genügend Futter, falls es auf dem Weg knapp wird. Also ich würde es wirklich nur essen, wenn es knapp wird. Ich jetzt schon im Voraus. So, das heißt jetzt, wie können wir jetzt gehen? Wir gehen vielleicht mal in die Richtung. Ja, hatten wir nicht auch eine Einzeichnung für Hirsche gehabt? Ich glaube ja. Ich glaube ja, genau. Und zwar, das ist idyllisches Tal bei Gipfelhöhle. Ist das? Gipfelhöhle. Höhlke. Das Gipfelhöhlsche. Wo ist denn der Bär jetzt wieder da drüben? Okay. Sieht natürlich wieder nach Nebel aus, aber das sieht es hier mal ein bisschen. Das ist ganz normal. Ich denke, ich lasse es jetzt auch mal mit Stöcken. Wir haben jetzt wie viele? Oh ja, die sind bei 0% schon. 46, ja. Vielleicht nehmen wir noch ein paar. 46? Echt, die ist bei 0%? Weil bei Tag 78, nach 11 Wochen, spawnen die dann mit 5 oder was? Oder wie ist das hier? Weil die nehmen ja so gut wie gar nicht ab. Ich meine, bei den Dosen ist es eh irrelevant, aber trotzdem ist es etwas verwunderlich.
Also diese Munitionsmod, ich halte das mal ein bisschen im Auge, dass da irgendwann mal eine Aktualisierung gibt. Ich sag ja, wir müssen genau dahin, wo der Wind herkommt. Also auch idyllisches Talmäßig, das ist ja quasi dieselbe Richtung. Ja, ich fürchte, das wird neblig. Der Wind nimmt immer mehr zu, das deutet stark darauf hin, dass es jetzt in Kürze neblig wird. Ah, dann gehen wir zu dem Aufstieg. Abstieg, nicht Aufstieg. Wir sind ja nicht übergewichtig, dank des Sattbonuses. Kostet ein bisschen Energie, aber runterwärts geht das hier relativ fix. Ja, so, mein Gott, so. Wir trinken nochmal, dann sind wir nämlich nochmal leichter. Genau. Mit dem Kopf in den Schnee. Ja, waren wir schon sehr gründlich. Leider schon. Der Wind hat gedreht. Das ist ja interessant. Was sind das? Was haben wir? Minus. Wir haben fast dieselbe Windkühle wie Lufttemperatur. Walter Schwede. Ja, der Tag würde sich schon. Also, wenn es jetzt nicht in Nebel kippt. Das kann natürlich passieren. Wenn Schnee dazukommt, dann wird es ein Blizzard. Und wenn jetzt Nebel kommt, dann. Ja, dann wird es natürlich Nebel, wie es wohl kommt. Ja, komm, wir nehmen einfach Stöcke mit. Wir müssen sie ja nicht alle mitnehmen, aber. Und beim Bauernhof haben wir dort. Naja. Jetzt sind wir drüber. Was ein Wetterchen. Was ein Wetterchen. Ah ja, guck mal. Es gibt hier so Geräusche, die haben sie bewusst so implementiert, dass die klingen wie, als würde hier gerade neben dir ein Wolf. Wo kommen diese Geräusche alle her? Hier ist doch gar nichts, was so klingt. Also es ist schon sehr, sehr schräg, das kann man nicht anders sagen. Ja, von vorne hört man schon wieder den ganzen Bauernhof auseinanderfliegen. Ich meine, das wäre natürlich schon auch lustig, wenn sie, also erstmal diese Häuser generell als innen drin Häuser hätten. Dass du sozusagen wie jetzt Wolfsberg dann die Bergsteigerhütte hast, dass du halt sie einfach als Gebilde hast, so wie den Schuppen da. Dass sozusagen mit der Zeit, mit den ganzen Blizzarden, und das betrifft dann natürlich, also das heißt, ist ja dann auch im Schwierigkeitsgrad abhängig, weil je nach Schwierigkeitsgrad, schwieriger Schwierigkeitsgrad heißt ja mehr Blizzard, dass die Gebäude peu à peu auseinanderfallen. Ja, wenn sie schon so klingen, das würde ja schon irgendwo Sinn machen. Ja, die Wölfe sind natürlich alle wieder da. Wahrscheinlich zahlreicher als je zuvor. So, die Zedern schmeißen wir gerade hier dazu. Oh, Gott sei Dank, danke. So, was gönnen wir uns denn? Ist das nicht der Hammer? Oh ja, komm rein. Na, das wieder. Na ja, sehr schön. Sind wir also wieder da. Eieiei. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge war. Das war unseres, stimmt. In der nächsten Folge machen wir uns bereit für den Weiterlauf. Ich hoffe, das Wetter bleibt stabil, dass es jetzt nicht in Nebel umschwingt. Das kann hier ja relativ schnell gehen. Ha, die Bären sind fertig. Dann sollte man sich vielleicht erst noch den Bären schlafen. Ja, dann machen wir erst den Bärenschlafsack. Ja, dann machen wir das erst. Dann macht das schon Sinn, dann lassen wir den anderen vielleicht sogar hier.
Der braucht wie lang? Dann sind wir noch einen Tag hier, kann das sein? Ja, genau. Ja, dann machen wir das so, genau. Dann machen wir den Bärenschlafsack erstmal fertig und, weil dann haben wir da, dann sind wir da safe. Und das ist sehr wichtig. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.